Die Europäische Linke liegt in den Umfragen für die Europawahlen weit hinter den Konservativen und den Sozialdemokraten. Violetta Tomic ist die Frontfrau der Linken und wie sie die Wähler überzeugen will, ist Thema in der dritten Ausgabe von Raw Questions, Raw Politics aus dem Europaparlament in Brüssel. Es ist inakzeptabel, Menschen, die 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche arbeiten und dann können sie nicht davon überleben. Das muss sich ändern. Eine Stunde stellte sie sich den Fragen zu einer Reihe von Themen, wie ihrem Manifest für einen Green New Deal oder wie man ihrer Meinung nach die Erreichung der Klimaziele und notwendiges Wirtschaftswachstum verbinden könne. Mit dem neoliberalen Kapitalismus kann man Klimaziele nicht durchsetzen, denn er verfolgt das Ziel des unbegrenzten Wachstums auf einem Planeten, der Grenzen hat. Also müssen wir ein neues System aufbauen. Als die Sprache auf die Annexion der Krim durch Russland kam, reagierte die Slowenin zuerst mit beredtem Schweigen. Sollte Russland die Krim zurückgeben? Ich weiß es nicht, weil es ist ihre Sache. Ich denke, sie sollten noch ein weiteres Referendum machen. Eine weitere anscheinend heikle Frage aus dem Publikum betraf ihre Haltung zu den Entwicklungen in Venezuela unter der Führung des autoritären Präsidenten Nicolas Maduro. Ich bin entschieden gegen jede Einmischung Europas und insbesondere der USA. Antonio Tajani ist immer auf der falschen Seite der Geschichte. Tajani unterstützt als Präsident des Europäischen Parlaments den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaido, wie die meisten europäischen Staaten auch. Der nächste Gast bei Raw Questions, Raw Politics, der Liberale Guy Verhofstadt.